Ich bin Frank Werner, ich bin hauptberuflich Journalist, nebenberuflich, wenn man so will, Historiker. Mein Thema ist die soldatische Männlichkeit im Vernichtungskrieg 1941 bis 1944. Und ich habe eine Frage, mit der ich anfangen möchte, ist es, welches Erbe hat denn der Erste Weltkrieg für die heutigen Generationen hinterlassen? Das ist eine schwierige Frage. 100 Jahre her gibt keine linearen Wege, die in die Gegenwart führen. Das Erbe bezieht sich, glaube ich, vor allem auf die unmittelbare Nachkriegszeit und den Nationalsozialismus. Da würde ich mich eher trauen zu sagen, dass es direkte Verbindungslinien gibt und auch tatsächlich eine mentale Erblast, die bewältigt werden muss und bei der es die rechtsnationalen Kräfte offenbar am besten schaffen, dafür Antworten zu geben auf die Niederlage des Ersten Weltkriegs. Welche Verbindungslinien siehst du denn am ehesten zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Nationalsozialismus? Ja, wenn man danach sucht, was ist vielleicht der entscheidende Faktor innerhalb von wirklich sehr vielen Verbindungslinien, dann wäre meine These, dass nicht der Krieg der entscheidende Impuls ist, sondern die Niederlage, die ein Sinnvakuum hinterlässt, das gefüllt werden muss. Auch eine nationalistische und auch eine männliche Scham, die gefüllt werden muss. Und auf diesem Nährboden gedeihen eben diese radikalen nationalistischen und auch radikalen männlichen Entwürfe. Könntest du das noch ein bisschen ausführen, in welche Richtung dann diese Entwürfe gehen? Ja, das ist vor allem auch ein emotionsgeschichtliches Argument, was so ein bisschen auch auf der Ebene von Scham und Stolz spielt. Wenn man danach fragt, wie der Nationalismus subjektiv übersetzt wird, dann wäre mein Argument, da geht es immer auch um eigene Selbstwertgefühle der Männlichkeit. Und die sind eben kollektiv mit der Nation erniedrigt, traumatisiert nach 1918. Und insofern haben diese Angebote, Stahlnatur, Ernst Jünger steht immer im Mittelpunkt, aber das ist natürlich nicht alles. Aber generell diese Angebote, die männliche Größengefühle versprechen, wie der Nationalsozialismus das am extremsten macht, die haben eben Konjunktur. Siehst du denn da direkte Verbindungslinien zwischen der These der Brutalisierung nach dem Ersten Weltkrieg oder würdest du das unabhängig davon behandeln? Ja, ich glaube, Brutalisierung muss man unterscheiden. Brutalisierung bezieht sich, glaube ich, weniger auf die unmittelbaren Kriegsteilnehmer. Das, glaube ich, ist in der Forschung, nein, es ist nicht widerlegt, aber es ist eingegrenzt worden, dass es vielleicht nicht der entscheidende Effekt ist. Der entscheidende Effekt ist möglicherweise Brutalisierung der politischen Kultur, aber das hängt wiederum mit der Niederlage zusammen und dieser Leerstelle in der Deutung, die einfach unbewältigt ist und dazu führt, dass sich die Weimarer Gesellschaft spaltet und dass es eben diese radikalen Angebote gibt, den Krieg einfach weiterzuführen. Also diejenigen haben es am einfachsten, den Krieg zu deuten, die dem Krieg eine positive Deutung verleihen und die ihn auch in die Zukunft projizieren.